Rio kompakt in 60 Sekunden. DOSB-Präsident Alfons Hörmann zeigte sich nach der Ankunft der deutschen Mannschaft positiv überrascht von den Bedingungen. Sowohl das deutsche Haus als auch die Wettkampfarenen seien in hervorragendem Zustand. Dennoch gäbe es noch einige Mängel. Es gibt Punkte, die sind selbstverständlich auf der Zielgeraden erledigt worden. Die berühmte Frage der noch tropfenden Wasserhähne oder Ähnliches, um es mal einfach durchzudeklinieren. Am Sonntag stehen dann schon die nächsten Entscheidungen auf dem Plan. Unter anderem die 4x100 Meter Freistilstaffel der Männer. Das deutsche Team wird hier von Steffen Deibler angeführt. Eine Medaille wird aber ein schwieriges Unterfangen. Als Favorit geht Australien ins Rennen. Beim Beachvolleyball steigen dann auch die deutschen Frauen ins Turnier ein. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst treten in Rio durchaus mit guten Chancen auf Gold an. Im ersten Spiel geht es nun gegen Ägypten.